Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Heute haben wir eine, die nach Stelle makabre. Gut, die Dateigröße ist 0,2 MB groß. Die Map heißt FT. Nee, nicht F, sondern V. VTUL. Kriol. Ja, so könnte man das sagen. Er hat keine Mods benutzt, schreibt direkt so rein. Groß im Caps Lock hier. No Mods. in der Beschreibung, ne, von der Map. Und das ist wahrscheinlich so eine Art Frachter. Ist nur eine Art. Hat man bestimmt schon ein paar Mal aus anderen Spielen so gesehen. Sieht sehr schmuck erstmal aus. Mich fragt, was das hier sein wird. Sind das so kleine Frachter? Oder sollen die so nur darstellen? Weil wenn das Ding nur so dran ist und die haben Düsen dran. Das ist. Ja. Mach schauen. Müssen wir gleich mal rausfinden, was das ist. Das ist erstmal das Cockpit. So, das ist die Fracht an sich. Ich frage mich, wie die das festmachen. Ah, hier. Frage ich mich immer noch. gut. So sieht das Schmuckstück von oben aus. Geht schon, ne? Heute mal ein kleineres Schiff. Und passt schon. So, dieser Schwein. Also von oben sieht es natürlich aus wie so ein Flugzeug. Fast schon wie aus Avatar, so ein Ding. Ah, der hat auch Düsen dran. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, wir steigen ein. Eine Waffe hat er vor. Und. Na, eine Waffe hat er noch. Nur eine Gatlin, ja. Mehr hat er auch nicht. Gut. Ich frage mich, wie man hier hinten rankommt, Herr Hersteller. An diesen Stückel. Na gut, wir, ach so, es gehört zur Fracht. Gut. Gut, dann hat sich die Frage erledigt. Gut. Dann würde ich sagen, wir steigen erstmal ein. So. Schauen wir doch erstmal, was hier denn hier so gibt's. Athene ist da, wie ich so sehe. Die versteckt das. Ach, weil das weiß ist, sieht man es nicht. Gut. Kamera, was ist. Okay. Wahrscheinlich dort, wo die Fracht ist. In der Richtung. Was ist das jetzt hier? Moment. 7. Okay. Nummer 7. Ach, bestimmt nochmal P. Ha. Super. Jetzt frage ich mich. Oh. Trigger-Sumpfer. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert, wenn wir die 3 drücken. Cool. Und die 4? Cool. Deswegen sind wahrscheinlich die Triggerzimpfer aus. Weil wenn ich die mal ausmache, die Triggerzimpfer, ne? Und tu mal. Wenn ich wieder die 3 drück, ist ja theoretisch gerade die Düsen, ne? Und wenn ich das jetzt so mache. Guck mal wieder, aber da dreht mich ja. Ach du Gott. So, das ist schon mal gut, dass dieser kleine Unfall das nicht kaputt gemacht hat.
Aber guck mal, wie man kann das kaum steuern. Weil das so nach unten zieht. Aber so. So. Gut, drücken wir das wieder mal hier hoch, oder? Wir wissen schon mal, was das passiert. Was habe ich eigentlich kaputt gemacht? Nur die Füße, ne? Ja. Die Füße und... Ja, gut. Gut, dass nicht so viel passiert ist. Was passiert eigentlich bei der 6? Ah. Aha. Und bei der 7 machen sich die Dinger da unten fest, ne? Jo. Cool. Und die 9? Ach, die sind die sind mit solchen Dinger da. Moment. Die hab ich jetzt gelöst, ne? Aha. Okay, Moment. Gut, sind ja erstmal dran. Warte mal. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht genau. Die sind doch fest. Genau, müsste nämlich runtergezogen werden. So, jetzt kann man das Ding lösen. Jetzt kann man die 7 drücken. Und dann weg. Funktioniert doch. Ja. Moment, ich drück mal. Oh, wo sind die Füße jetzt hin? Weg. Ach, das sind die an diesen Dingern. Ah, okay. Kapiert. Kapiert, Leute. Ich hab's kapiert. Wow. Aber man kann in den Dinger noch reingucken. Ach, das ist so ein Personentransporter? Cool. Also, wow. Der aber nicht. Hier steht eine 2 drauf, hier steht eine 1. Gut, eine 1 Personentransport, 2 Fracht. Cool, und das ist hier... Was wird... Was kann man damit machen? Gar nichts. Kann lenken, aber nicht vor und zurück. Ja. Gut. Gut, dass wir das wissen. Aber das kann man jetzt auch nicht zu hochklappen, oder so? Oder? Hm. Strange. Gut, Leute. Ich versuche nochmal dieses hochzukriegen. 7. Muss man ganz sachte, sanft. Hoppala. Bin ich jetzt. Oh, zu weit vorne.
Hm? Ah. Ah. Das war Tweetech. So. Kann schon mal neuen aktivieren und dann ist es fest. Cool. Das fuselt besser als erwartet. Aber das, dieses Ding mit den Trading, ne? Also. Aber, Moment. Aber ist eigentlich gut. Wenn man so bedenkt. Hm? Achso. Hm. So. Jetzt sind wir jetzt an. Man startet das Ding, ne? Also man nimmt jetzt an, das Ding startet, ne? So, jetzt, das startet, hat alles aufgenommen, die ganze Ware und dann, ja, fliegt es quasi einfach nur nach oben. Und dann theoretisch nach vorne. Nur, dass mir die nach vorne klappt es nicht, weil der Winkel, der ist ja nicht genau mittig, diese Düsen. Also, wisst schon, was ich meine? Also dieses, das Zentrum quasi. Deswegen geht es eher nicht nach vorne, sondern auch macht zum Kreis leider. Das ist halt demnach nicht so eine gute Konstruktion. Das eigentlich ist das Gegenteil hier. Anital. Und mit diesem Bild sage ich einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.